Hallo Leute, hier ist euer Alisafir mit einem neuen Let's Test zu Cars. Da fangen wir auch direkt an. Runterschalten. Karriere der Flagge. Lightning, wach auf! Was? Hab ich gewonnen? Ich glaube, du hast geträumt. Oh ja, ich habe von einem Rennen geträumt. Das habe ich mir schon gedacht. Aber es war kein gewöhnliches Rennen. Es war der Riader Springs Grand Prix. Und du warst auch da. Und Doc. Und Doc war der Kommentator. Weißt du, wie das für mich klingt? Wie? Das klingt, als wärst du ganz wild auf den Wettkampf. Da hast du völlig recht. Und heute ist der perfekte Tag dafür. Doc sucht dich. Du sollst dich nachher mit ihm bei Willis Hügel treffen. Wow, dann muss ich in die Gänge kommen. Hier schon mal so eine Art, ich weiß ja nicht, so eine Art Karte, wo halt die ganzen Missionen, Strecken alle da sind. Am Anfang hat man nur die beiden zur Verfügung, also Docs Herausforderung und Riader Springs zum Tailfin Pass. Es gibt sogenannte Blitze, das könnt ihr unten links sehen. Die kann man dann bekommen, während man so eine Art Mission oder halt Herausforderung oder Strecke meistert. Und je nach Blitze kann man dann solche Strecken wie hier, wie halt hier steht, 12 Blitze erforderlich oder 48 mal 36. Und je nachdem, wie viele Blitze man hat, kann man das halt freischalten. Ne? Dann gibt's noch Piston Cup. Das kann man halt auch erst, wie viele Blitze man hat, dann halt auch freischalten. Ne? Das ist dann ein bisschen anders vor sich. Man fährt halt, ist halt schon klar. Aber um ein bisschen schneller zu sein, sag ich mal, braucht man halt Windschatten. Und wie macht man das am besten? Man fährt hier hinter einem Gegner, sag ich mal. Da gibt es noch so eine Anzeige nochmal dafür. Und wenn die sich füllt, wird man halt ein bisschen schneller. So, da habe ich euch das erklärt. Dann können wir auch direkt anfangen mit Docs Herausforderung. Ziel. Kommt von Doc Hudson ins Ziel. Okay. Wir nehmen natürlich Lightning mit der normalen Farbe. Farbe kann man dann auch noch auswählen, wenn man dann welche hat. Das kommt dann auch alles sogar noch mit dazu. Man kann dann auch noch Fahrzeuge. Kann man sich dann auch noch auswählen. Außer Lightning McQueen. Und jo, fangen wir auch an. Hi Doc, was geht denn hier ab? Mal sehen, wie du mit diesen Nebenstraßen klarkommst. Nur wir beide. Was? Ich soll gegen den berühmten Hudson Hornet antreten? Nein, du trittst gegen deinen Teamchef an. Mal schauen, was es so zu bieten ist. Das war gerade ein Turbostart. Wenn man das ordentlich timet, kann man den auch bekommen. Na, das war gerade ein Turbostreifen. Ja, genau, weil wir hier gerade so einen gesehen haben. Es gibt auch auf der Strecke solche verteilten Turbo. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Da sind die grünen. Wenn man halt darauf fährt, wird man halt kurz sogar schneller. Aber wenn man auch auf die roten drauf fährt, dann wird man für kurze Zeit langsamer. Für Gameboy-Verhältnisse war das eigentlich sogar damals sehr gut. Ich habe das ja auch damals auch mal gespielt. Ich fand es eigentlich sehr cool.
Und zum Glück wird halt immer gezeigt oder so, wo man halt gerade hin muss, weil das ist ein bisschen hier von der Kameraperspektive, sag ich mal, ein bisschen anders als jetzt die heutigen Rennspiele, ey. Wir müssten, glaube ich, dann auch gleich da sein. Und, yes, okay, geschafft. Zeit. Na, Bestzeit. Ja, hier genau die Blitze. Da bekommt man entweder mal 6 oder mal 8 oder so. Je nachdem, was halt gerade so ist. Wir haben gerade 6 Blitze bekommen. Und Medaillen, das ist auch irgendwas wofür, das wüsste ich jetzt nicht. Aber halt Blitze, wie gesagt, wenn man halt ein Rennen erfolgreich bestanden hat, dann bekommt man die Blitze. Und je halt nach Blitzen kann man halt die Strecken oder was halt noch so ist, halt noch freischalten. Ne? Und wie hier haben wir halt freigeschalten, neues Auto und neues Routenrennen. Und? Gut so? Ja, gar nicht übel. Aber du ziehst zu weit raus. Du gibst zu früh Gas. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Jack ist unterwegs zum Hügel. Was will er denn da? Er inspiziert die Konkurrenz. Da muss er ganz schön nervös sein. Nein, nur clever. Soll ich das auch so machen? In seine Stadt fahren und ihm heimlich beim Training zusehen? Wenn du so schnell wärst wie dein Mundwerk, hättest du die Pistencup schon gewonnen. Kümmere dich nicht um den. Du hast noch viel vor dir. Ihr werdet euch sicher bald treffen. Ganz bestimmt. Und dann machen wir das mal als nächstes. Creator Springs zum Teilfin Pass. Ziel: Schlage die Bestzeit. Die Bestzeit ist 1 Minute 30. Mal schauen, ob wir es schaffen. Nach dem Weg. Ja, wieder so ein Streifen übersehen. Nach. Können auch schon mal ein bisschen bremsen, ne? So wenigstens ein bisschen. Nach. Ja, soweit, so gut. Ich glaube, das wird ein bisschen eng. Oh nee, 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 nee. Das habe ich immer gehasst. Diese Kurven, die Kurvenstrecken hier, so Schlangenlinien. Na, geh doch aus dem Weg! Noch nicht schon wieder. Das habe ich früher schon gehasst. Schaffen wir es noch? Wird ein bisschen eng werden irgendwie. Nein! Das wäre so schön gewesen. Bitte. Nein, jetzt werde ich auch noch langsamer. Nein, bitte. Shit. Nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Oder? Nein, nein, das darf nicht wahr sein. Nein. Ey, komm schon, ey. Die 5. Millisekunden da, ey. Oh, nee, ey. Nee, ich. Nee. Nee, so weit ist es jetzt noch nicht gekommen, damit ich jetzt übelst ausraste. Aber wenn wir jetzt hier übelst lang gebrauchen, naja, wunderbar. Versuchen wir es einfach nochmal. Oh, immer der Anfang. Stehen wir da immer im Weg? Hier stehen jetzt nicht, aber fahren. Und so. Alter, was ist los? Ich komm gerade überhaupt nicht zurecht. Ja, was zur Hölle?
Ja. Fail. Junge. Steuerung ist zwar ganz okay, aber manchmal ist es ein bisschen merkwürdig. Weil wegen den verschiedenen Kameraperspektiven oder so verwechsel ich manchmal hier halt immer in die Fahrtrichtung, wo man das halt sehen kann hier. Alter, was ist los, ey? Mann! Ja, das bräuchte ich jetzt mal ganz dringend, jetzt mal hier so einen Streifen. Ich habe das Gefühl, das werde ich wieder übelst versauen, ey. Ja, gerade bei diesen Schlangenlinien, ey. Die konnte ich früher auch nicht ab. Ja, mach noch ein Fail. Ja, der war gut. Oder so. Ach nein. Nein! Das schaffe ich wieder nicht. Ey, das ist schon wieder dieselbe Zeit. Was zur Hölle? Mann, was ist denn los, ey? Ich versuch's jetzt wirklich noch ein einziges Mal. Wenn es da nicht hilft, dann tut's mir leid, weil ich will euch wenigstens noch ein, zwei Dinge noch zeigen, bevor der Part sowas von Überlänge hat. Weil maximal für mich ist höchstens so 15, 17 Minuten, ne? Mal schauen. Ey, das passiert mir immer wieder am Anfang. Ja, und ich fail jetzt schon. Ja, wie geil. Mann! Was ist los, ey? Irgendwas muss ich ja falsch machen. Vielleicht liegt es am Fail. Vielleicht muss ich einfach nur öfters bremsen. Ey, nee, ey. Aber die ganze Zeit immer an diesen scheiß Banden, ey. Nee, das darf nicht sein. No. Ah. Weg. Ich konzentriere mich nur gerade, deswegen sage ich gerade nichts, also sorry dafür. Aber wird schon. Aber wenn ich jetzt wieder faile, nee, dann war's das. Nee, danke. Weil nur eins, zwei Dinger zeigen für den letzten Test ist schon ein bisschen mickrig, finde ich. Man muss schon ein bisschen mehr was sehen. Als nur so ein bisschen. Na endlich, wir haben es geschafft. Wird ja mal Zeit. So. Boah. Haben wir es auch noch geschafft. Wird ja mal was. So, freigeschaltet haben wir diesmal. Neue Lackierung, neues Straßenrennen, neues Streckenrennen und neuer Screenshot. Na genau, da haben wir jetzt auch das freigeschaltet. Genau, das machen wir dann schon gleich. Kurz zum Autokino, weil wir hatten ja was freigeschaltet hier. Das und... Hey, war da nicht mehr? Nur das oder was? Ja, anscheinend schon, ja. Na, okay. Kings Herausforderung. Wie das Kings Cup. Würde ich sagen, mach mal hier. Kings Herausforderung. Ziel, Komfort, the King ins Ziel. Ah ja, hier, gelb die Farbe. Passt irgendwie gerade so gar nicht. Man kann also noch eine Farbe freischalten hier, die blaue Farbe. Irgendwie, keine Ahnung, mir gefällt das normale besser und so. Keine Ahnung, weil ich bin zwar auch mit Landing mit hier gelb und blau mal gefahren, aber halt nur selten, weil mir das Rot halt besser gefällt und so, mit den originalen Farben, wie zum Film und so. Das passt besser. Finde ich. King, lange nicht gesehen, Kumpel. Hey, Lightning, ich habe mich noch gar nicht für deine gute Tat vom letzten Jahr bedankt. Das war echt sportlich von dir. Sag das mal, Chick. Der Typ geht mir einfach nur noch auf die Nerven. Also das eine sage ich dir. Ich habe da ein paar Tricks auf Lager, von denen
dieser Angeber-Chick nur träumen kann. Ich schlag vor, wir fahren ein paar Runden, dann zeige ich dir, was ich drauf habe. Nach dir. So, dann auf geht's. Den Anfang mache ich. Ja, und fragen. Ja, er auch? Oh, das war Glück. Das war Glück. Dass die immer alle unterwegs sind. Das nervt halt nur ein bisschen. Aber halt ein bisschen Gegenverkehr. Ach, egal. Bis jetzt sieht es eigentlich nicht schlecht aus, außer dass ich noch ein paar Mal fail, ja, dann habe ich es verkackt. Aber bis jetzt sieht es eigentlich recht gut aus, finde ich. Na, oh, das war jetzt unnötig. Ich weiß. Achso, habe ich doch noch erwischt, weil das sah eigentlich so aus, als hätte ich es nicht. Aber okay. Ah, da war gerade eine Abkürzung. Egal. Ja, scheiße. Fahr. Wow. Ich wusste ja nicht, dass er wirklich so nah bei mir ist. Ja, toll. Ich hab das Gefühl, als werde ich es gleich verkacken. Bitte, fahr schneller. Aus dem Weg. Nein. Fahr. No, Gegenverkehr. Nein. Oh. Doch noch geschafft. Puh. Du weißt aber echt im Gelände zurechtkommt. Nee, warte mal, da hab ich was übersprungen, sorry. Puh. Du weißt aber echt, wie man im Gelände zurechtkommt. Jetzt war's richtig. Du bist aber auch nicht schlecht, Kleiner. Wenn du im Rennen einen kühlen Kopf bewahrst, dürfte es kein Problem sein. Chick Hicks zum Sieg. Chick macht den anderen im Rennen immer Ärger. Das kannst du laut sagen. Dann würde ich sagen, machen wir noch den Reader Cup. Also von der Strecke. Und dann würde ich sagen, war es das dann. Ziel, erster Platz. Müsste hoffentlich schaffbar sein. Das ist hier blau. Sieht eigentlich gut. Sieht eigentlich ganz okay aus. Für blau ist auch meine Lieblingsfarbe. Aber so liken, keine Ahnung, das passt irgendwie nicht so richtig. Ich finde das Original immer noch besser, weil es passt halt. Das wird ein Spaß. Das wird ein Kinderspiel. Genau, konzentrier dich, dann wird alles gut. Ha! Ich bin doch der Meister der Konzentration, Doc. Komisch. Ich wusste gar nicht, dass du ein Meister bist. Bin ich auch nicht wirklich. Ach. Doc, erklären Sie es ihm. Showtime. Lightning McQueen, Meister der Konzentration. Der Name macht echt was her. Jetzt wird ein Rennen gefahren mit unseren Konkurrenten. Unser größter Konkurrent ist Chick Hicks, der auch im Film auch ein bisschen nervig ist und so voll angibt, ey. Aber naja, egal. Wir wollen ja erstmal hier das Rennen gewinnen. Mit sehr viel Motivation wollen wir es ja schaffen. Und hoffentlich schaffen wir das auch. Wenn nicht so viel gefailt wird. Jetzt gerade ein kleines bisschen. Ach, komm schon, fahr doch mal. Gerade eben war übelst die böse Stelle. Da muss man unbedingt mittig bleiben und nicht hier von diesem roten, sag ich mal, Anti-Turbo-Felder hier drauf zu fahren. Nein, oh, toll.
Egal, Runde 2, okay. Wie gesagt, das müssen wir jetzt schaffen. Nicht failen. Ja, wieder dran vorbei. Das darf doch nicht wahr sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie gleich oder dann in der dritten Runde irgendwas Schlimmes passiert. Dass ich so krass fail irgendwie, dass ich sowas, nee, von nicht mehr erster Platz bin. Oder so, keine Ahnung. Das Schlimme ist, es würde dann auch noch wirklich passieren. Oh nee. Das wäre es auch noch, ey. Deswegen, streng dich an, Lightning, du schaffst das. Beziehungsweise, ich steuere ihn, ich muss es ja schaffen. Na, nicht failen, ich hab's doch gesagt, ey, ich hab's doch gesagt. Wird noch mehr gefällt in der letzten Runde, das darf nicht wahr sein. Komm, fahr doch, Junge. Scheiße. Shit. Ja, wir müssen es auch gleich geschafft haben. Ja doch, genau, das war jetzt die letzte Kurve. Und wir haben es doch noch geschafft. Wie geil, ey. Oh, geil. Haben wir es doch noch geschafft. Freigeschaltet haben wir eine neue Lackierung, neues Rundrennen, neues Pissencup-Rennen und neues Queenshot. Ja? Okay, dann würde ich sagen, war's erstmal mit dem letzten Test und wir sehen uns beim nächsten Let's Test oder Let's Play wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir. Ciao Leute, macht's gut.